Hallo Professor Oak, ja, ich wollte nur kurz anrufen und sagen, dass ich eine ganz kleine, feine Lady bei mir habe, die Single geworden ist. Sie ist ganz lang und sie ist schon echt atemberaubend und, ja, lass mal den Pokémon 6 sehen, genau, das ist viel wichtiger gerade, ne? Good, I see you understand how to use Pokeballs! Ja, ich weiß, wie man meine Pokémon benutzt. Ja, Professor Oak hat wohl kein Interesse an Dreamgirl. Ja, warum ich wohl das mit Dreamgirl anspiele? Die Gute ist wieder Single. Das heißt, wieder? Sie ist das erste Mal Single. Ihr Freund hat nicht Schluss gemacht. Er ist gestorben. Mann, das klingt so böse. Und ich habe mich entschlossen, dass Eule erstmal mit Dreamgirl ein Paar bildet. Nein, bildet er nicht. Diese beide erstmal Single, die müssen erstmal beide neue Partner kennenlernen. Deswegen, wir haben zwei Singles im Team, männlich und weiblich. Vielleicht lernen sie sich ja noch im Weile des LPs so ein bisschen besser kennen, müssen wir mal gucken. Im nächsten Part gibt es ja, beziehungsweise in der nächsten Stadt gibt es ja ein paar Sachen wie Restaurants, Fahrradläden und Friseursalons. Da sollte man sich ja kennenlernen vielleicht oder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Zeit verbringen miteinander. Vielleicht entwickelt sich ja da was. Entwickelt sich. Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht wird das ja irgendwas, aber vielleicht auch nicht. Zur Zeit haben wir nur ein paar, das ist Asuka und Sailor Moon. Sailor Moon! Ist der putzig dick, ey! Alter! Der ist nicht so kreisrund, der ist oben so spitz und geht völlig zu, ey. Asuka, ich weiß nicht, ob du bei Mc's warst, ne? Aber bei McFit warst du nicht. Bei McDonald's warst du wohl eher. Geile Scheiße. So, meine Freunde, aber bevor ich nochmal random Scheiße laber, Ilex Forest ist hier erstmal vor der Hood. Und wir können hier einen Poke fangen. Und eins der Pokémon, egal welches Geschlecht wir fangen, wird jetzt verkuppelt werden. Hey, ein männliches Weedle. Geiler Piedel. Weedle, der Piedel. Ja, geiler Name. Geil. Okay, Dreamgirl, ich hab gedacht, du bist ja auch so eine ganz lange Seeschlange, da hast du jetzt hier auch was ganz Langes. Oh Gott. Was ist das denn? Paceballs? Fast Pokémon, ist das ein schnelles Pokémon? Der Ball sieht auf jeden Fall geil aus. Ne, ist wohl ganz langsam, das Viech, ey. Scheiße, ey. So ganz fauler oder was? Stringshot, also er schmeißt mal Strings um sich, also er weiß schon, er hatte schon ein paar Ladies bei sich zu Hause. Der weiß wie, oh Gott, nein. Der weiß wie der Hase läuft, wollte ich sagen. Aber der will auch nicht gefangen werden, ne? Ich glaube, der muss in der freien Wildbahn leben bleiben. Ey! Asuka hat eine Freundin, du brauchst hier nicht aussaugen, ne? Also, das macht schon eine andere für ihn. Sailor Moon. Die ganz bissige. Was machen wir jetzt am besten? Premiere, komm, das ist eine Premiere. Premiere für Weedle, den Piedel. Oh, Alter, der Abonnent, ne? Der kriegt von mit Spitzen an. Das ist genial. Oh Gott. Komm schon. Ja, ist ganz premierhaft. Richtiger Luxus. Hier. So. Such mal kurz. Also, falls ihr jetzt irgendwie fragen wollt, hey Zero, wie hast du jetzt eigentlich voraufgenommen? Kann ich euch mal ganz kurz sagen. Welchen Part ich vor gerade hochgeladen habe. Also ich habe Part 8 hochgeladen jetzt. Also so weit bin ich gar nicht vor mit dem Aufnehmen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist Part 8, 10 jetzt oder so. 10 Parts. Das geht eigentlich voll klar, meiner Ansicht nach. Weil ich muss ja auch rendern und bearbeiten und sowas. Und dies, das, anders. Das dauert alles voll lange. Hey, ich habe einen guten Abonnenten. Abonnenten. Und zwar ist das ein Abonnent, der auch wieder viele Kommentare schreibt. Deswegen ist seit kurzem dabei. Oder nehme ich einen anderen? Nein, ich nehme den Abonnenten, der mir gerade ins Auge fällt. Und gerade fällst du mir gut auf. TheSalG96. Viel gegrüßt. Ist eine Ehre für dich, bei diesem LP mitzumachen. Oh, fuck, Alter. Oh, kennt ihr das? Ich hatte gerade, also ich bin mit meinem Handy jetzt gerade bei YouTube gewesen, um Kommentare zu gucken und so. Und zwar habe ich dann 96er, Alter. Das ist doch viel zu jung für Dreamgirl. Dreamgirl ist ein Pedo, Dreamgirl ist ein Pedo. So Leute, und da bin ich wieder nach einem kurzen Cut, durch die List klingelt. Ich lass das Handy einfach weg, ey. Was willst du von mir? Ich bin VIP, ey. Ich wollte gerade mit Asuka knutschen, da habt ihr gesehen. Ich habe mich gerade so zu ihm gedreht, so. Asuka. The Zero. Und dann kommt so Titanic-Musik und dann wird rumgeknutscht, ey. Oh, so richtig romantisch, ey. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Nee, ich habe kurz einen Cut gemacht, weil jemand kurz in mein Zimmer kam. Das ist ja nicht immer feierlich, ne? So, jetzt fangen wir Porenta. Das ist natürlich ganz schwer. Ich glaube, das muss man irgendwie einkesseln, ne? So. Einmal ansprechen, ne? Genau, so. Hi, was geht?
Es rennt weg. It needs to catch from behind. Ach, von hinten muss man uns anfassen, ne? Genau, so war das. Jetzt ist er von der Seite. Hier kann man ihn nicht kriegen. Wie war das noch? Ich musste selbst überlegen. Das war schon wieder lange her, seitdem wir das letzte Mal so Silver oder beziehungsweise Kristall oder weiß was ich gespielt habe. Es ist lange her und ich habe echt keinen Plan, wie sowas geht, ey. Weil ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist krass. Den muss ich einfach von hinten kriegen, oder? Nö. Nö. Einfach nein. Ein Wampel. Das ist auch geil gewesen. Wenn man nicht weiß, was da rauskommt. Ein paar Nekon rauskommt, ein Schaloko rauskommt. Wie so ein Kinderüberraschungsei. Kinderüberraschungswampel. Zum Essen und Sammeln. Hey. Ich habe noch nie Wurm gegessen. Habe ich auch nicht vor. Wenn ich den anspreche, dann geht der wieder nach vorne, oder nicht? Ja, hä? Wieso macht er? Ist er wieder da hinten? So von der. Nee, ist auch nicht. Hä, wie geht das? Ich bin gerade ein bisschen sehr dusselig, ne? Ich glaub schon. Hä? Wie funktioniert das? Hä? Ich bin überfragt gerade. Und Stellman Fake! Haha, Faker! Bloß ein. Achso, der ist männlich, deswegen. Deswegen sitzt er da so gechillt, ey. Alter! Beine ausgestreckt, zeigt sich im Voller seiner Männlichkeit. Wie soll man den von hinten ansprechen? Oh, jetzt kommen die ganzen coolen Pokémon, ne? Erstmal dieses mega gechillte Stelle mit männlich-männlich, also was ich auch mal bei Platin habe, bloß nicht ganz so männlich. Und jetzt auch so eine Biene, ey, Kombi. So eine Hornweise später, ey, das wäre auch geil gewesen. Von der Seite sprechen jetzt an, jetzt rennt er nach dahin, jetzt muss er von oben doch eigentlich kommen. Moment, kann ich hinterm Stein da so hin platschern? Ich glaube, da passe ich nicht durch. Mann, wie geht das? Ich glaube, ich google das gleich, ey. Wie fängt man Porenta? Ich bin zu doof dafür. XD. Fragezeichen, ja. Genau, so gebe ich es dann ein bei Google und dann finde ich keine Antwort, weil alle intelligent genug sind, um das irgendwie nicht auf YouTube preiszugeben. Komm schon! Sprech mit mir! Bist du jetzt vernünftig? Oh, leck mich doch am Ho! Das war voll die coolen Geräusche, wenn man die Äste läuft. Habt ihr das gehört? Dieses Tutuf. Ich war gewonnen, ich so, hä, was war das? Raupi, Caterpie, yeah! Kennt ihr das? Caterpie, yeah! Das ist so eine Animation aus Schwarz. Nicht aus Schwarz-Weiß, sondern eine Schwarz-Weiß-Animation auf YouTube. Ich glaube, wie heißt es? Pokeboof oder sowas? Ich glaube schon. Keine Ahnung, habe ich mir damals angeguckt, 2008 oder sowas. Hört ihr das? Oh, voll toll, ey. Voll toll. Was ist hier? Revive. Ist das nicht Nee, Revive? Doch, Revive ist Beleber, oder? Ich meine schon. Ich bin nicht so ganz so gut in Englisch, aber ich glaube schon, dass es Revive war. Wo kommt der denn jetzt her? Wollt ihr mich verarschen? Da war doch ein anderes. Ach so, das ist, glaube ich, leichter. Man muss auf die Äste treten, damit er einen bemerkt, ey. Oh, oh, das wäre auch geil gewesen. Es hat voll die putzigen roten Augenringe. Oder vielleicht hat Sieger geschminkt. Es ist männlich. Es ist eine Transe. Okay. Jetzt dreht er sich. Ich spreche ihn an. Dann hat er. Guckt er. Wie guckst du? Was guckst du? Mach mal's dir. So, Weedlepeedl. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Ding fangen kann. Und die Pokémon gehen mir echt auf den Sack, weil ich will einfach nur das scheiß Porenta fangen. Und nicht kämpfen! Dankeschön. So, wo rennst du jetzt lang? Du rennst es geradeaus. Genau. Was will ich, wenn ich dich hier anspreche? Genau, guckst nach oben, ne? Ja. Ne, das geht ja so nicht. Wenn ich ihn jetzt hier anspreche. Dann da. Da kann ich ihn auch nicht catchen. Rette nach hier, rette nach dahin wieder, ne? Ja. Ich muss ihn wie anders catchen.
Der muss auf jeden Fall nach da gleich, also gleich nach rechts. Anders geht das, glaube ich, nicht. Sache ist nur, wie mache ich das? Wie? Das ist schon schwer. Also, ich habe die Rätselslösung noch nicht... Das Rätselslösung noch nicht gefunden. Ich bin nicht ganz so intelligent. So. Oh Mann, ich würde es am liebsten alles rausschneiden, weil mich das alles irgendwie ankotzt gerade. Ich krieg das nicht hin. Ich bin viel zu doof dafür, ey. Was, wie viel ich hier raufklete? Guck dann hierher. Nee. Ah. Nix. Ah, was laber ich denn hier? Den krieg ich so auch nicht. Wie macht man das? Also ich bin gerade ein bisschen sehr dusselig, glaube ich. Wie mach... Hallo? Ich will das hinkriegen. Oh, das kotzt mich gerade total an, ey. Also, der guckt jetzt nach da. Wenn ich hier raufklete, dann bleibt er da. Ajo, ne. Nicht dein Ernst. Oh, das war so schwer, ne? Oh, das war so schwer. Ach du Scheiße, war das peinlich, ey. Oh, Junge. Ich bin so doof, ne? But there's... Noch eins, ne? Ich mein schon, ja, das hier noch, ey. Ja, das ist ja genauso. Ja, danke, jetzt sehe ich das auch, ey. Das ist ja so schwer, wenn man das so macht, ne? Moment, wie geht das dann? Ich glaube, keine Ahnung. Probieren, ne? Das ist die leichtere Version, hier kann man nicht viel falsch machen. Wenn, das dauert jetzt noch länger. Das kotzt mir gerade echt ein bisschen sehr an. Oh Mann. Ich muss das irgendwie noch hinkriegen, ey. Ich drehe schon 40 Minuten, ich bin erst bei 2 Parts, ey. Das ist erbärmlich schlecht. Normalerweise habe ich jetzt schon 3 Parts. Und jetzt. Moment. Guck nach da. Ich muss ihn zur Seite gucken lassen, ne? Überlegen, wenn ich da mache. Guck nach da, wenn ich da mache. Wenn ich nach da mache, guckt er dann nach oben. Wenn ich ihn hier bewege, den hier? Nein, nicht den. Den hier. Nee. Okay, dann muss ich ihn von hinten ansprechen und dann zu mir gucken lassen. Ja, okay, ich hab's drauf. Okay, das haben wir dann schon mal abgehakt, wenigstens. Alter, das kostet mich gerade echt an, ey. Ich muss auf jeden Fall. Sorry nochmal. Also auf jeden Fall, sorry jetzt, dass der Part ist. Der Part hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Ich fand die scheiße. Normalerweise würde ich den ja löschen, aber ihr habt gesagt, ich soll das nicht machen. Und wenn ihr sagt. Was hat er. Was ist das für komische Geräusche hier, ey? Dann mache ich's nicht. Dann ist es so. So, guck zu mir. Look at me. Und yeah, look at you. You are fat, disgusting, and you are my bitch. Also, Porenta, ne? Pff, ich meine nicht Wompel. Wompel ist nur Kinderüberraschung hier. Oder beziehungsweise Wompel-Überraschung. Wunderschön, wunderschön. Zusammen und tauschen. So, guck's hierher. Oh, da war was. Aber jetzt läuft da ganz hinten rum. Das sehe ich gar nicht, ne? Ja, genau. Und die Pokes kotzen mich hier an. So ein bisschen. So ein bisschen sehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt lauf, lauf, lauf. Oh. Das wäre geil gewesen. Das würde ich sofort Fresh dienen. Weil das, keine Ahnung, Alter. Das hatten die hinten so einen Namen. Und es klingt fast wie Fresh, Alter. Boah, Alter. Der ist ja voll geil mit seinem Lauch. Und er macht so, yo, yo, Digga, Lan, was geht ab? Mein Name ist Fresh D. Parenta mit dem Lauch in der Hand, mit dem Lauch in der Hand. Kurva! Und wir haben ihn gefangen. Yeah, wait, wait, wait. Jetzt kriegen wir auch hier vom Boss irgendwie, jetzt kommt er an, jetzt kriegen wir Zerschneider, ey. Jetzt können wir Bäume fällen, wir können nicht irgendwie rüberspringen, nee, nee, wir müssen die fällen, Alter, mit einer Axt und so. Naja, der drückt unser Pokémon Axt in die Hand, dann können wir Bäume fällen. Ist auch geil. Ist auch nicht schlecht. Aber mein Freund, ich würde sagen, der Part, ich weiß nicht, wie lange geworden ist, aber auf jeden Fall, glaube ich, lang genug. Von daher, haut rein und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Neo Soul Silver Wedlock Challenge. Und ich hoffe einfach da mal mit besseren Content. Deswegen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.